Guten Tag zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Gusower. Ich habe wieder vor, natürlich einen Gegner platt zu machen. Sollen wir uns den einfach mal... Ich meine, überlegt mal. Der ist aber inaktiv. Somit wird der keinen Loot im Town Hall haben, sondern wirklich alles nur draußen haben. Und so viel ist das halt echt nicht. Der hat die Bohrer drin... Warte mal, ein Bohrer, da hat er den einen, da hat er den anderen. Dann schnetzel ich das hier weg. Ja, genau. Oder nehme ich halt einen Mauerbrecher. Junge, läuft bei mir. So, Queen kann eh nicht wirklich viel falsch machen hier. Ihr seht's auch. Hier wieder vier nur verwendet. Vier Heiler, weil es ausreicht. Weil es halt einfach wirklich ausreicht und dann passt das. Gucken wir mal, hier war jetzt gerade Doppelkanone am Start. Kriegen wir das gerissen? Ja, geiles Teil. Geiles Teil auf jeden Fall. Wenn jetzt beide Helden reingehen, das ist natürlich ziemlich nice. Jo. Ja, das gefällt mir gut. Ja, genau. König kann sich austoben. Es geht immer noch relativ viel auf die Queen. In dem Fall natürlich, weil der Luftfeger natürlich immer alles zur Seite splasht. Aber der King rasiert gut. Ich glaube, die Dinger lasse ich hier weg. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Mauerbrecher lasse ich weg. Weil ich sehe nicht wirklich viel Sinn da drin. Weil die wären jetzt irgendwo hingegangen und nicht nach drinne. Da hätte ich mir die dann irgendwie auch schenken können. Und das muss nicht sein. Da kann ich dann halt wirklich Elix sparen und dann passt das. So, jetzt geht es mir hier an den Kragen, aber das passt. Das ist okay. Also, sprich, die Heiler kriegen auf die Fresse. Rage brauchen wir nicht. Ja, hier, der sollte auf jeden Fall noch weggehen. Dann einmal die Runde rum hier. Und dann passt das hier. Ja, genau, das wollten wir sehen. Jungs und Mädels, ganz genau, schön leer gemacht. Dann noch den Inferno weggesnackt. Und dann wird die sich, denke ich mal, durch die Mauer kämpfen wollen. Würde ich jetzt sagen, weil die wird nicht außen rumgehen und wieder zurück. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin jetzt mal so frei. Nö, dann lassen wir das. Hauen wir hier einen Rage raus. Also die Ability. Und ich nehme doch nochmal einen Heiler auf jeden Fall, wenn nicht sogar noch einen zweiten, weil ich will nicht, dass die mir abnippelt. Und ich habe ja noch was. Also ich meine, ich kann den Inferno noch kriegen. Das wäre halt echt cool. Aber die wird rauslaufen. Die wird hier rausgehen. X-Bow und dann hier schön draußen rumschnetzeln. Na, ich glaube... Nee, da höre ich auf. Ich hätte jetzt den Rage droppen können, aber dann wäre richtig für den Hintern gewesen. So habe ich wenigstens ein Inferno und ein bisschen was Dunkles, also knapp 2k. Das passt. Elix habe ich ein bisschen vernachlässigt, leider. So, jetzt gucken wir mal. Ist die Queen dabei? 25 Gems. Nee. Aber ich hau den Boost rein. Und beim King genauso. Dass wir die schon mal beide boosten. Dann können wir in der kurzen Zeit wenigstens noch einen Burgencheck machen. La Familia 2. Und da haben wir Space Chrissy 10. Da ist natürlich Folgendes zu sagen. Ohne dir jetzt was Böses zu wollen. Aber den Clan kannst du gerne verlassen. Ohne Witz. Also... Hier ist ja nichts. Hier ist ja nichts los. Die Saison hat nicht gerade irgendwie angefangen oder sowas. Und jetzt könnte man darf nicht den Fehler machen. Es hätte ja auch sein können, dass die alle direkt irgendwie Sub 200 sind oder sowas. Aber nein, die sind definitiv ligalos. Das heißt, da passiert gar nichts. Und ich würde auch fast sagen, Space Chrissy macht gerade nicht so viel. Weil du bist auch so ein bisschen inaktiv. Beziehungsweise, du bist da halt nicht in der Liga drin. Ansonsten können wir sagen, du bist Town Hall 7 und gehst auf 8. Was vollkommen richtig war. Du bist, wenn ich jetzt nichts komplett Falsches sehe, bist du komplett gemaxt. Also ich würde auf jeden Fall sagen, das ist hier Kanone Level 8, King auf 5. Hier den Puster machst du gerade noch hoch. Du bist gemaxt. Also somit war es komplett der richtige Weg. Und auf 65, also Level 65, gucken wir mal, was gespendet wurde. Aber so grundsätzlich ist das auch ganz nice. Also auf Level 65 dann in Richtung Town Hall 8 zu gehen, vollkommen in Ordnung. Gucken wir mal, was du gespendet hast. Na, da geht einiges noch, würde ich sagen. Da spenden auch schön. Und dann passt das auch. Ansonsten ist es vollkommen richtig. Wie gesagt, ich will immer erst so ab Town Hall 7 bin ich auch der Meinung, ist es halt so ein richtiges Town Hall. Man hat den King, man hat einfach viel mehr Möglichkeiten und ab da kann man dann wirklich sagen, gut, okay, komm, hier, mach das so, mach das so. Town Hall 8 ist dann noch besser, wenn man halt einfach noch ein paar mehr Mauern hat. Ansonsten, Base-Layout brauchen wir nicht drüber reden. Es ist vollkommen in Ordnung. Du hast schön im Zentrum das dunkle Elixier. Das ist dir natürlich wichtig, klar, sonst hättest du den King nicht auf 5. Das passt auf jeden Fall. Luftabwehr, vollkommen in Ordnung, gut gemacht. Sachen, die dir total unwichtig sind, hast du nach draußen gestellt, ganz genau. Hier jetzt auch die Sache. Guckt mal. Hier haben wir den Sammler, aber der Sammler ist nicht so wichtig wie der Bohrer. Deswegen steht der Bohrer weiter drinnen einwandfrei. Kann er wenigstens noch ein bisschen hier unterstützt, supported werden. Passt. Einwandfrei. Also von daher ist es vollkommen in Ordnung. Bloß wie gesagt, ich würde dir an deiner Stelle... Es sei denn, es ist jetzt ein totaler Bug, aber an deiner Stelle würde ich dir dann, wie gesagt, zu einem Clan raten, der halt wirklich aktiv ist, weil das, was ich hier so sehe, ist halt wirklich nicht doll. Aber wie gesagt, es könnte ja auch ein Bug sein. Aber guck mal, 0-0, 0-0. Also hier passiert nicht viel. Wirklich nicht. Das soll es dazu gewesen sein. Jetzt gucken wir mal, wie es bei mir hier weiter ausschaut. So, dann machen wir noch mal einfach einen Angriff hier. Ich suche gerade krampfhaft die Infernos und finde sie nicht. Also sprich, der ist auch am Hochgehen hier, beziehungsweise war am Hochgehen. Ich gucke bloß gerade, wo ich am besten was hier ihm abschnippeln kann. Da haben wir das Dunkle. Ich könnte von oben rein, aber ich würde gerne an der Seite den Loot mitnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich probiere es von der Seite. Ich probiere es von der Seite mit 5 Heilern. Dann sage ich, ich habe hier meine paar Truppen zum Clearen hier aus der CB, die ich hier einfach nochmal droppe und die sind richtig gut gelaufen. Einwandfrei. Ah, da oben hin, ja genau, rennt ihr da mal oben hin. Genau, wenn dann in die Richtung, dann wird da ein Schuh draus. Und dann gucken wir mal, dass die sich eventuell nicht hier in dem äußeren Bereich austobt, sondern wirklich gleich richtig reinrennt. Ja, kommt, ich hau hier jetzt mal wirklich... Ich habe 26 Mauerbrecher, ich meine, was soll ich damit? Ich kann die ja schon dem Gegner spenden, so ist das ja nicht. Ja, voll reingerannt, ey. Scheiße. Das könnte aber mal richtig nice werden hier. Ich muss natürlich aufpassen, dass meine Queen aushält. Jo, da sollte ich mal die Mauerbrecher ragen. Und das hat's gebracht. Naja, so ein bisschen. Ich habe hier jetzt echt Scheiß drauf. Egal. 26 Mauerbrecher in one row. Bam, Junge. In your face. Und jetzt sogar noch das Dunkle. Yeah, es läuft bei mich. Jetzt hätte ich noch den Giftspell droppen können. Aber wen interessiert's? Das ist ziemlich geil. Das ist ziemlich geil und jetzt im besten Fall sogar noch... ich ahne was. Ich ahne was, Leute. Ich ahne was. Wenn ich jetzt hier nicht von der Luftabwehr heilermäßig gebumst werde, dann könnte da drin eine richtig, richtig geile Nummer werden. Ah, genau. Jetzt fangen die nämlich an, ein bisschen rumzuärgern hier. Schnell vorbeirennen. Dass meine Queen da schnell wieder in den Bereich kommt, dass die Heiler nicht so gebumst werden. Ja. Ah, nee, immer noch nicht drin. Ah, es gibt's nicht. Ja, klar, jetzt. Jetzt. Ah, Alter. Ja. Kanone weg. Okay, einwandfrei. Einwandfrei. Und jetzt sogar noch Town Hall. Snacky-Decky. Läuft. Richtig geil. Ah, das war schon wieder eine knappe Kiste auf jeden Fall. Aber was hätte ich die Highlight droppen sollen? Die wären irgendwie am Arsch gewesen. Das bringt mal gar nichts. Jo. Das reicht mir. Komm, das passt. So macht man Loot. Jeder ist glücklich, außer der Gegner natürlich. Kriegen wir sogar noch einen Sternenbonus. Yippie-yay, Schweinebacke. Das läuft doch hier. Das läuft doch. So muss das sein. Das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Es gab, ich glaube, mein Drucker wird in Kürze ausgeschaltet. Genau. Ich glaube, 500k Gold habe ich jetzt mehr. Vom Dunklen will ich gar nicht reden. Also das läuft ganz gut bei mir hier. Also ich fühle mich wohl in Town Hall 10. Aber wie gesagt, an alle, die noch rushen wollten, überlegt es euch wirklich. Es ist nicht unbedingt gut, wenn man halt wirklich, ja, Town Hall 10 ist und die Helden zum Beispiel beide auf 10 hat. Das ist nicht so der Knüller, weil ihr euch da oben dann halt nicht so gut halten könnt, beziehungsweise ihr kriegt halt wirklich Gegner, die euch angreifen und euch einfach auseinandernehmen. Und dann macht das Spiel irgendwann keinen Spaß mehr. Also von daher wirklich immer schön ausmaxen. Es muss nicht so krass gemacht werden, wie ich es gemacht habe, weil wirklich, mittlerweile geben wir uns das nochmal ganz kurz. Ich weiß, es geht wieder ein bisschen länger, aber schauen wir uns das nochmal kurz an. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Truppen. So, plus die dunklen 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. So, jetzt gucken wir uns das aber mal an. Von den 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Truppen, dann sogar 7., 8., also wenn man jetzt sozusagen auf 18 hochzählt mit den beiden anderen Truppen noch, denen sind die Mauern scheißegal. Das heißt, fast Hälfte. Die Hälfte der Truppen, die geht gar nicht auf die Mauern. Denen ist das scheißegal. Wo ich mir echt sage, Alter, lohnt sich das echt noch irgendwie eine Mauer auf 11 zu bringen? Wenn ich natürlich den Rest der Base komplett gemaxt habe, im 11er-Bereich zum Beispiel, komplett oben bin und halt wirklich gar nichts mehr habe, was ich machen kann. Kann ich mit Mauern anfangen. Aber ich würde jetzt ganz ehrlich, beim nächsten Upgrade auf Town Hall 11, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich mir erstmal die Mauern klemmen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war das Schlusswort von Gusower. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr haut bitte rein. Ciao, ciao.